Hallo zusammen, wir melden uns heute aus Berlin, Lea und ich, und haben uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir heute in Berlin einen Leserinnen-Dialog haben, mal ein bisschen über das Thema Dialog miteinander reden, erfahren, was die Leserinnen und Leser von uns eigentlich erwarten und was ihnen gefällt und nicht so gefällt, dass wir das heute auch im Livestream vom Streamteam sozusagen zum Thema machen. Aber da wir in Berlin sind, wollen wir natürlich auch mal ein bisschen zeigen, wo wir hier sind. Wir sind nämlich im großen Gebäude am Askanischen Platz, wo unter anderem auch der Tagesspiegel oder im Wesentlichen der Tagesspiegel sitzt. Der gehört ja auch zur DVH Mediengruppe und da haben wir unser Wirtschaftswoche Hauptstadtbüro. Und damit ihr mal wisst, was da so los ist, da gehen wir doch einfach mal gucken, oder? Let's do it. Wir laufen hier mal so ein bisschen über den Flur. Es ist ja jetzt schon fortgeschritten im Verlauf des Arbeitstages. Insofern werden wir nicht von Menschen umgerannt. Das, außerdem Stichwort, was gewissen Menschen nicht gefällt, natürlich auch hier Sound. Wir müssen jetzt gleich mal ein paar Leute vorstellen. Genau, jetzt sind wir gerade schon unterwegs. Wunderbar. Und da haben wir schon ein paar Gäste, die im Stream sind. Dann stellen wir mal ganz kurz vor, das ist Iris Bode. Iris Bode, hallo, schönen guten Tag. Elisabeth Albers, hallo. Frau Bode ist unsere Vertriebschefin und Elisabeth Albers arbeitet im Vertrieb, auch bei der Wirtschaftswoche. Und die beiden sind mit uns heute beim Leserinnen-Dialog dabei. So, das war jetzt eine zufällige Begegnung. Sehr schön. Wir machen weiter, wir sehen uns gleich und gehen mal weiter gucken, wie es hier sonst so aussieht. Thema, also Dinge, die gewissen Leuten vielleicht auch nicht gefallen. Wir haben schon des Öfteren gehört, ich glaube, da können wir rein, des Öfteren gehört, dass unser Sound nicht so perfekt ist. Deswegen also heute keine Wellen, kein Wind. Wir hoffen sehr, dass ihr uns gut verstehen könnt und dass ihr jetzt hier auch noch jemanden kennenlernen könnt. Das könnte klappen. Wir gucken mal um die Ecke. Da ist noch jemand. Das Streamteam ist Gregor Peter Schmitz. Hallo. Unser Leiter des Hauptstadtbüros, etwas im Gegenlicht, Gregor. Etwas im Gegenlicht, natürlich. Ich schwenk mal um dich strahlen, rum. Guck mal hier, ja. So, es strahlt. Oh, es ist natürlich noch am Computer natürlich. Und ist noch am Arbeiten. Wie soll es anders sein? Obwohl, man sieht es, das Wetter sehr, sehr schön ist hier draußen der in Berlin. Der Arbeitstag endet später erst. Über die Twitter, was schreibst du denn? Sitzt du an deiner gerade Kolumne? Bin ich, lese ich einfache E-Mails. Ja. Sollen wir ein paar E-Mails vorlesen? Ach nee, vielleicht okay. Beim nächsten Mal. Beim nächsten ja, genau. Mal, ja. Gut, dann stellen wir dich noch ein bisschen und setzen uns einfach mal auf dein Sofa hier. Wunderbar. Und dann können wir mal mit dem eigentlichen Thema loslegen, über ganz was wir klar. uns heute unterhalten wollen. Fantastisch. Dialog. Wir erwähnten es gerade bereits. Wir haben hier unsere Kolleginnen schon getroffen. Wir haben heute Abend hier einen Dialog mit Leserinnen. Es kommen also, ich glaube, 17 an der Zahl Damen, die der Wirtschaftswoche treu sind, die sie gelesen haben, vielleicht auch nur einmal. Auf jeden Fall haben die alle Interesse daran. Wie einmal? Wer weiß. Einige also wer einmal gelesen hat, der muss sich aber so einen Leserinnenabend erstmal verdienen, würde ich sagen. Nein, aber das also ist, gibt es auch. Wir laden manchmal sogar Menschen ein, die noch gar nicht die Wirtschaftswoche gelesen haben, weil wir natürlich gerne rausfinden wollen, was sagen die denn eigentlich zu unserem Magazin und zu unseren sonstigen Angeboten. Insofern hast du vollkommen recht. Also jeder darf kommen und eingeladen müsste er schon sein, aber wir machen das manchmal auch ganz offen und bitten darum, sich sozusagen einfach zu melden, damit wir wirklich mal eine breite Runde von Menschen versammeln können, die uns einfach ein super Feedback geben können. Und manchmal wäre es ja auch wirklich ganz spannend, vielleicht Menschen zu hören, zu sprechen, die uns erst einmal gelesen haben. Denn dann wäre meine Frage natürlich, warum denn nicht öfter? Was gefällt Ihnen vielleicht gar nicht an uns? Du erwähntest es gerade auch schon im Flur. Es ist ja schon auch spannend für uns zu hören, konstruktive Kritik, was wir vielleicht noch verbessern können, wo wir vielleicht auch unverständlich sind, wo wir vielleicht in Richtungen gehen, die den Menschen nicht gefallen, obwohl ich ja auch mal Dinge lesen möchte, ich persönlich jedenfalls, die mir vielleicht gar nicht so nach der eigenen Denke schreiben, einfach des Kontrasts wegen. Die Vivo ist interessant und lesenswert, sagt Stefan Kurz, das freut uns. Wir können aber auch gerne hier bei den Kommentaren konstruktive Kritik von euch bekommen, freuen wir uns auch drüber. Wir sind sehr gespannt, gerade heute. Dialog funktioniert ja auch hier so live, wunderbar. Warum machen wir das regelmäßig und vor allem, was hast du aus diesen Dialogen eigentlich schon gelernt? Hattest du da schon mal? Ja, eine Menge. Erfahrung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Abende mit Lesern und Leserinnen sind für mich echte Highlights. Und wir machen das tatsächlich regelmäßig, weil wir da ganz viel Informationen kriegen, auch ganz viel Eindrücke. So, also auch, was ist das Gefühl auch zur Wirtschaftswoche? Wenn man zwei, drei Stunden abends zusammensitzt in so einer Runde, dann ergeben sich ganz viele Einblicke, die halt sonst nicht kommen. Wenn man Menschen einfach fragt, wie findest du die Vivo oder so, ne? Dann haben die auch eine Antwort. Aber es entwickelt sich dann ein Gespräch, was oft sehr viel näher ist, als man das sonst haben kann und damit echt ein super Einblick.
Das stimmt. Und außerdem verstehe ich dadurch auch viel mehr, was die Wirtschaftswoche den Leuten schon relativ lange bedeutet hat. Also ich weiß noch, mein allererster Leserdialog, da hatte ich wirklich eine Runde an Menschen, die, ich glaube, zu über 50% die Vivo echt seit 20 Jahren abonniert hat. Deswegen natürlich auch schon viel mehr mitbekommen hat als ich. Und die haben dann wirklich ein Gefühl dafür, was sich am Verändern war, was sie eben wirklich eher mochten, was auch vielleicht der Erklärung geholfen hat von wirtschaftlichen Zusammenhängen etc. Und die haben dann auch ganz oft echt gute Ideen. Also Podcast, ich hätte gern Audio, mehr Visualisierungen, ich mag die Grafiken, ich würde gern mehr in Begegnung mit Expertinnen und Experten kommen, das hören wir ganz oft, mehr Live-Begegnung, ich würde die Menschen, über die ihr schreibt, gerne kennenlernen, habe ich schon oft gehört. Also das ist echt hilfreich, sehr hilfreich, aber ich finde es dann auch wirklich mal spannend, wenn es kritisch wird, wenn jemand sagt, hier sehe ich problematisch. Also das sind auch so Feedbacks, die wir dann natürlich bekommen. Irgendwann hat mal ein Leser zum Beispiel in einer der Runden gesagt, ihr seid zu freundlich mit der Bundeskanzlerin, ihr müsst die stärker kritisieren. Oder auch so ganz lustige, kleine, fast niedliche Sachen, dass ein Leser sagte, ich leide unter Rot-Grün-Blindheit und in bestimmten Farbenkonstellationen kann ich die Grafiken nicht erkennen, weil ich einfach die Balken nicht unterscheiden kann. Richtig. Das sind ja auch richtig gute Hinweise, die wir sofort verändern können, wo wir das Problem abstellen können. Und dann nützt es natürlich total viel, wenn man das dann wirklich direkt hört und dann da direkt auch was draus machen kann. Übrigens auch auf technischer Ebene. Ich erinnere mich an einen Leserdialog, wo ein etwas reiferer Herr mit seinem iPad ankam und eine ganz simple Frage stellte. Ich glaube, er sagte, er könne aus dem Inhaltsverzeichnis nicht auf Seite so und so springen, man könne nicht swipen. Es war auf jeden Fall etwas relativ Simples, aber er hatte recht, das ging gar nicht. Und wir haben, natürlich sind wir da nicht irgendwie nur zu zweit, zu dritt oder auch nicht nur zu fünft, sondern wir haben viele Kolleginnen und Kollegen dabei, die sich das anhören aus verschiedenen Abteilungen. Und da hat dann jemand sofort gesagt, schreiben wir uns auf, ändern wir morgen. War echt super. Also manchmal hat man ja auch wirklich da Input, den man einfach aus Betriebsblindheit ansonsten in der Gruppe nicht erkennt. Hilft ja auch im Leben manchmal, so Dialog mit Menschen zu haben, die manchmal jedenfalls nicht der eigenen Meinung entsprechen. Absolut. Das hast du sicherlich auch schon öfter erlebt. Ja, oder? Also ich erlebe das halt schon auch ganz oft, dass tatsächlich Reaktionen kommen auf, weiß ich nicht, Kommentare oder Kolumnen, wo Menschen dann wirklich entzürnt sind. Auch darüber diskutieren wir in solchen Leserrunden schon mal, aber das kommt natürlich auch ganz viel per E-Mail bei uns an. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit immer zu gucken, dass man da im Gespräch bleibt. Es gibt sicher einen Teil der Menschen, die sehr heftig reagieren, die sind irgendwie für den echten Dialog verloren. Also man kann das versuchen, finde ich gut, aber man merkt dann auch relativ schnell, da passiert nichts und da kann man nichts machen. Aber an ganz vielen Stellen merkt man eben auch, wenn man dann ins Gespräch kommt, dann kann man tatsächlich bestimmte Vorurteile abbauen. Ich erinnere mich an eine, ich habe mal eine wirklich krasse E-Mail bekommen, da hat jemand richtig wütend reagiert und dann habe ich halt gedacht, das kann nicht wahr sein, weil der schrieb, Sie haben keine Ahnung vom wahren Leben da draußen und wenn Sie abends in Ihrer S-Klasse mit dem Chauffeur in Ihr Penthouse gefahren werden, dann schreiben Sie noch darüber, wie wir denn wirtschaftlich mit den Flüchtlingen umgehen können. Und dann habe ich gedacht, wow, also der hat ja ein interessantes Bild. Da muss ich doch mal zurückschreiben und habe mir dann die Mühe gemacht, eine sehr lange E-Mail zurückzuschreiben und habe halt einfach geschrieben, ich habe weder eine S-Klasse noch einen Chauffeur. Ich fahre eigentlich mit dem Fahrrad, sowohl morgens hin als auch abends zurück, auch im Dunkeln, in ein Viertel, was sehr divers ist in Düsseldorf, wo ich wohne. Und bisher geht es mir damit sehr gut. Und insofern stimmt alles gar nicht, was Sie annehmen. Und dann hat sich daraus fast ja vielleicht so eine Art Brieffreundschaft für kurze Zeit jedenfalls entwickelt, weil der dann auch geantwortet hat und geschrieben hat, oh, dann habe ich mich geirrt, das tut mir leid und hat dann nochmal erklärt, was ihn umtreibt und so. Also da habe ich gedacht, es lohnt sich wirklich, diesen Kontakt zu suchen und da ins Gespräch zu gehen, weil es kann sich dann schon mal was verändern. Du hast ja gerade gesagt, die Annahmen waren im Prinzip schon falsch. Ich glaube, das ist echt oft das Problem, dass wir annehmen, über Leute Dinge zu wissen, die wir einfach gar nicht gut genug kennen. Daraus kommt, glaube ich, viel Kritik. Wir verstehen die Lebensrealitäten anderer Menschen oft, glaube ich, nicht genug, um sie dann so scharf zu kritisieren. Und ich glaube auch, dass es natürlich toll ist, immer wieder auf Leute zuzugehen, auch vor allem nachzufragen, nachzuhaken, nehme ich da was Richtiges an, habe ich da was falsch verstanden. Ich glaube allerdings auch, dass es so gewisse
Themen gibt, die Menschen so sehr betreffen und auch persönlich angreifen, da ist es ganz schön schwer, von den Menschen dann immer zu erwarten, aber haltet doch den Kontakt aufrecht, tretet immer wieder in den Austausch. Und es gibt so gewisse, ich sag mal, Identitätsfragen und einfach, ja, Dinge, wo Menschen wirklich auch verletzlich sind. Wo es dann echt existenziell wird, ne? Wo es existenziell so an die Frage der Würde auch geht und des Respekts, da finde ich es dann schon auch manchmal echt, muss ich sagen, schwer zu sagen, komm, aber sei mal die Größere, sei mal der Größere und frag immer wieder nach. Trotzdem, nichtsdestotrotz Austausch auf einem inhaltlichen Level, wenn das von beiden Seiten möglich ist, finde ich wichtig und richtig. Finde ich auch. Und ich glaube, das ist natürlich auch echt in diesen Tagen ganz besonders wichtig. Die Situation hat sich ja total geändert für uns als Journalistinnen und Journalisten und auch für Medien insgesamt, weil einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass man einfach so das hinnimmt, was eben ein Medium publiziert oder schreibt. Und ich finde das erstmal gut, dass das so ist und dass man es halt kontrollieren kann, dass man andere Meinungen einsammeln kann, dass man auch protestieren kann, ist alles eigentlich eine gute Entwicklung. Und dass wir auch so kommunizieren können überhaupt. Ne? Wir haben früher, nehme ich an, ich rede hier so, als hätte ich auch schon 40 Jahre lang geschrieben, du hast auch nicht schon 40 Jahre. Also, fast. Es gibt Menschen, die haben schon vor 40 Jahren irgendwas geschrieben. Die konnten aber so stelle ich mir das jedenfalls vor, nicht wirklich nachvollziehen, was wie angekommen ist. Da gab es vielleicht dann Leserbriefe, aber das ging langsamer voran. Und konnten vor allem auch nicht ebenso schnell antworten. Ne? Also die Tatsache, dass wir jetzt hier so kommunizieren können und auch generell, wie du E-Mails bekommst und auch in Begegnungen mit Menschen darüber sprechen können, das ist ja schon auch relativ revolutionär, heißt aber eben auch, dass wir uns mehr erklären müssen, dass wir transparenter sein müssen. Wie du gerade sagtest, finde ich super, weil es gibt ja auf beiden Seiten einen ganz neuen Kanal. Es gibt echt mehr Zugang von beiden Seiten, finde ich. Ne? Das Gespräch ist möglich. Gibt es total. Und es gibt auch die Notwendigkeit, sich so ein bisschen von dem Podest der Welterklärung runterzubewegen und, wie Franz Müntefering mal gesagt hat, sich mitten ins Getümmel zu begeben. Ja, das ist natürlich ein bisschen eng, da schwitzt man und da wird es auch schon mal ein bisschen anstrengend und unwohl. Aber das gehört heute einfach dazu. Und wenn wir das nicht tun, glaube ich, als Journalistinnen und Journalisten, dann tragen wir selber auch ein Stück weit dazu bei, dass solche ätzenden Diskussionen, die natürlich durch nichts zu rechtfertigen sind, was die Begrifflichkeit angeht, wie die Lügenpresse-Debatte, dann aber eben weiter vorangetrieben werden. Ne? Also nochmal, um das klar zu sagen, den Begriff kann man nicht verwenden, finde ich, auch nicht, um Medien zu kritisieren, aber wir müssen uns absolut damit auseinandersetzen, dass Menschen uns kritisch sehen. Und dabei kommt oft was Gutes raus, wenn man das tut, das mal ernst zu nehmen. Allerdings, wir sehen eure Kommentare. Dankeschön für Ihre Herzlichkeit und leidenschaftliche Berichte. Es ist sehr interessant, Sie zu hören. Das ist wunderbar. Eben sagte ein Mitdiskutant noch, die Klage ist des Kaufmanns Lied. Ich glaube, es ist eine unternehmerische Referenz. Ich kenne den Spruch so nicht. Ja, ich nehme an, der Kaufmann beschwert sich oft. Ja, aber in welchem Zusammenhang steht das jetzt? Ich glaube, die Klage, weil sich viele Leute beschweren. Ach so, okay, gut, das ist natürlich richtig. Ja. Also wenn man es so rum betrachtet, ist das so. Und wenn man dann freundlich damit umgeht, mit der Beschwerde und versucht mal den Lebensdruck etwas zu lüften und zu erleichtern, dann passiert da schon oft was. Die Klage ist das Kaufmannslied, der Journalist, die Journalistin singt gerne mit. Jetzt wird noch die Sendung mit Serdar Somuncu kommentiert. Das war von beiden Seiten top. Nur mal so super, zu deiner darüber reden wir jetzt gerade mal nicht. Tipptopp, gar nicht. Aber wir reden heute Abend und zwar in wenigen Minuten. Und das wollen wir tun mit 17 Leserinnen. Das ist echt eine außergewöhnliche Situation, weil wir bei der Wirtschaftswoche, wie bei vielen Wirtschaftsmedien, sagen wir, etwas mehr männliche Leser haben als weibliche Leserinnen. Etwas. Und ganz kleiner Anteil mehr Männer als Frauen, die uns lesen. Und deshalb ist es uns natürlich ganz besonders wichtig, auch mal zu gucken, was wollen denn eigentlich die Leserinnen? Wollen die wirklich irgendwas anderes? In vielen Runden, wo Leserinnen dabei waren, habe ich immer gehört, um Gottes Willen jetzt nicht eine Frauen-Vivo oder sowas, sondern wir wollen einfach eine gute Vivo mit den guten Wirtschaftsthemen, aber wir wollen, dass die einfach gut gemacht ist. Und damit sind wir dann schon mal angesprochen und darum kümmern wir uns natürlich, das wollen wir auch. Aber es gibt dann schon auch so kleine Themenfelder oder so, die dann nochmal zur Sprache kommen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was heute Abend so an Feedback dabei rauskommt und was wir davon mitnehmen können und was wir daraus lernen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch ins Getümmel
Auch da könnte es heiß und schwitzig werden, aber das ist gut. Das soll es ja beim Dialog, wie wir heute gelernt haben, werden. Und deswegen begeben wir uns jetzt mal in die Gruppe unserer Leserinnen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns auch echt, dass ihr so mitkommentiert und auch zwischendurch fragt. Wir hören viel von euch, auch im Anschluss. Danke für all die E-Mails, auch für die Themenvorschläge. Wir freuen uns da in der Tat sehr drüber, auch über konstruktive Kritik, wie zum Beispiel Ton war heute wieder suboptimal. Wir hoffen sehr, dass das heute nicht der Fall war. Wir genau. sind hier in einem unheimlich stillen Büro. Hoffentlich könnt ihr uns gut hören. Und wir sind auch nicht auf Wasser, sondern auf stabilen Boden. Genau. Das ändert sich auch nicht für die nächste Ausgabe des Stream Teams. Aber vielleicht hoch hinaus. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen hoch hinaus, genau. Ja. Oder bin sozusagen, habe jedenfalls einen guten Überblick, um es mal vorsichtig anzuteasern. Und diese nächste Ausgabe wird nächsten Montag sein, etwa 15 Uhr. Und zwar zum Thema Being Present, über Jetlag und Zeitgefühl in der digitalen Welt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann einschalten und dann werden wir auch auflösen, warum ich etwas Überblick habe und wir insgesamt über große Zeitverschiebungen sprechen können. Sehr schön, wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss. Tschüss.